Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute, ja, ist wieder morgen, ja, Routine, ne? Ich spiele gerade mit dem Dreiviertelpack und ich möchte was ansprechen, und zwar, ihr seht ja, ja, der Feuerstein, der hat ja Fast Chat und der hat sein hier Scoreboard hat er verändert, und was ist denn das, sein Chat ist zwar grau, aber sein Scoreboard, was ist da mit dem Scoreboard los und warum ist alles fett gedruckt, warum habe ich überhaupt Play Mode drin und warum hat man am Anfang des Videos mein Cape gesehen? Das sind alles Fragen, die lassen sich ganz leicht beantworten. Und zwar damit, dass ich mir jetzt auch Label Mode 3 geholt habe und endgültig kein Forge mehr benutze. Das Ganze liegt einfach nicht daran, dass ich irgendwie mit Label Mode unzufrieden, mit Forge unzufrieden war, sondern eigentlich liegt es nur daran, dass ich einfach Label Mode 3.0 so heftig gefeiert habe. Ich habe seitdem es geteasert wurde, wann es kommt, mitgefiebert, dass es halt eben kommt. Seit gestern, also dem Samstag, 17 Uhr. War es dann endlich soweit und ja, die Mod ist veröffentlicht worden und ich habe es echt gefeiert. Ich feiere auch, wie der Double ist kriegt. So, Leute. Und ich weiß jetzt nicht, was ich hier mache. Zack, zack, zack. Aber erstmal du, Leco Mio. Was? Ja, das kann ja nicht sein, der Typ. Der Typ eben hat auf jeden Fall heftige Range. Ich weiß selber nicht, wieso mir das nicht direkt aufgefallen ist. Auf jeden Fall, Leute, ihr seht hier, ich habe ja die Glock. Ich habe Name Mystery, Autotext, Chatfilter, alles an. Auch ich nehme jetzt übrigens auch Label Mode Bars an, einfach vollständig YouTuber. Das Ding ist halt eben, Subscriber Request failed, weil die Server wahrscheinlich gerade down sind. Hat aber keinen Stellenwert bei mir in den Aufnahmen zumindest. Und deswegen ist das vollkommen okay. Aber Leute, man muss einfach mal überlegen, ich habe einen fucking Live-Counter in meinem Minecraft drin. Und das ist allein schon, das ist einfach schon wert, das zu holen. Wir haben übrigens bald auch die 4K-Abonnenten. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Es geht einfach fucking schnell. Und ja, Leute, ihr könnt einfach mal ein Like auf das Video dalassen, wenn ihr Label Mode genauso feiert. Und einfach mal was in die Kommentare schreiben zu Label Mode. Oder schreibt mir mal, ob ihr es überhaupt feiert. Weil wenn ihr es nicht feiert, dann sagt mir mal wieso. Dann kann man zum Beispiel in Label Mode 3 auch schreiben. Label Mode hat hier ein Forum. Und ich würde jetzt mal gerne hier weiterkommen. Aber er campt da oben. So, jetzt haben wir ihn. Und ja. Ey Leute, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Spielt ihr auf Punkte, auf Stats, also was ich mache? Wenn ja, dann habt ihr euch schon safe tausendmal geärgert, weil die Leute lieben und ihr eure Punkte nicht bekommt. Vor allem jetzt gerade bin ich noch im Fight gegen Stress mit mir, wer jetzt wirklich Platz 1 im Monat wird. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, aber ich werde halt wieder hier so gesandwiched und getargetet. Das ist halt... Das ist so das Leben von mir momentan in 8x1, deswegen spiele ich auch privat weniger 8x1 zurzeit, auch wirklich nur für YouTube. Und ja, das ist auf jeden Fall geil. So, da sind wir hoffentlich in der letzten und dritten Runde angelangt. Ich habe hier so ein paar Namen, mal schauen, ob das jetzt alte Accounts sind oder nicht. Auf jeden Fall, ja Leute, ich habe ja bald auch Premium Plus, ich habe zurzeit 71k Aufrufe im Monat, das bedeutet noch 9000 innerhalb von 4 Tagen erreichen. Und ja, Leute, dann haben wir auch endlich die 80k. In der Zeit haben wir vielleicht auch schon die 4k Abonnenten. Das bedeutet dann letztendlich auch, dass wir das Premium Plus recht bekommen. Und Leute, das wird einfach insane. Dazu wird nochmal ein Livestream kommen, wenn ich das habe. Oder halt eine Aufnahme, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bockt auch das Dreiviertel-Pack übel. Schaut bei Dreiviertel vorbei. Ich verlinke ihn euch mal unten in der Videobeschreibung. Hier, Dreiviertel hat jetzt zwar übel ein YouTube-Video halt bekommen. Jedoch hat er es einfach nochmal verdient, nochmal richtig gehypt zu werden. Also Leute, folgt ihm, schaut euch seine Videos an. Er hat das sowas von drauf. Und ist zurzeit auch einer der Leute, mit denen ich am meisten Kontakt in der BW-Szene auch habe. Ist einfach ein korrekter Dude und ihr könnt ihn einfach mal abchecken. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und jetzt habe ich auch schon wieder 2 erkannt. Zum Glück habe ich schon 3 Kills. Weil sonst wäre das jetzt hier problematisch gewesen bezüglich Sandwich und so weiter. Da ist mein Bett. Blau ist neben Team Gelb, glaube ich, auf Miniland bedeutet, da Team Gelb noch lebt und Rot und Weiß auch, dass ich jetzt hier zu Weiß gehe. Und von Weiß aus gehe ich zu Rot. Rot hat kein Bett mehr, ich habe kein Volldamage bekommen.
Gut, dann bauen wir uns auch zu dem Team Weiß, glaube ich. Nee, warte mal, Team. Team Gelb. Ja, Team Gelb ist das. Komm her. Bitte. Ich hasse das, wenn Leute sich stacken, man. Stump ist so böse. So, mal gucken, ob wir den noch bekommen. Das wäre auf jeden Fall über die geile Runde mit 5 Kills, wenn wir den bekommen und noch einen anderen. Wenn ihr gegen mich spielt, ne, und euch stackt, ihr triggert mich dermaßen, ich krieg da echt keine, ich krieg da Schnappatmungen, Leute. Was geht denn mit ihm ab? Gut, King Knux oder Nux, was weiß ich. Ich kann das nicht interpretieren, was da steht. Gegen Feuerstein. YouTube. Und. Mal gucken. Warum. Okay, Leute. Checkt ihr, warum sich alle immer stacken und stompen? Man kann doch auch mal ganz normal spielen. Finde ich. Bisschen scheiße. Aber wir haben die Runde gewonnen. Ich dachte, ihr hättet noch ein Bett. Ich würde sagen, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal auch rein. Grüße an DFB 2007 Nummer 12 und an King Nux. Und ja, Leute, lasst mal ein Like da, wenn ihr Label Mod mögt. Schreibt Pros und Kontras für Label Mod oder gegen Label Mod. Einfach mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video.